Herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt mal die Materialien geholt, die wir hier brauchen, um die Forschung weiterzumachen. Dann hauen wir jetzt auch mal rein. Dann brauchen wir noch ein bisschen... Was ist das? Genau, die Rotoren, die hatte ich geholt. So, und Kabellage 300. So, ein paar Gräuen, das kannst du übereinander stapeln. Sehr schön. Schick ab, damit wir weiterkommen mit der Kohle. Sehr schön. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Coal has been added to the resource scanner. Danke, danke, danke. Kohle wurde im Scanner hinzugefügt. Jetzt mal kurz gucken. Strom. Da haben wir sie mich. Ensure the close proximity of water to the coal production line. Note, pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes. Note. Throughput and volume indicators are added to each pipe section automatically. Ja, dass wir Wasser brauchen, weiß ich. Das kommt alles noch und da ist uns die Serum durchgebrannt. Wir müssen unbedingt zur Kohle. Ich wollte nur gucken. Ey, die Dinger sind aber... Okay, mal abgesehen davon, dass die Dinger riesig sind. Es ist auch Wasser- und Kohleanschluss beides auf derselben Seite. Da muss ich mal gucken, wie ich später mit den Rohren rangehe. Entweder von unten oder von oben, weil sonst komme ich ja mit den Fließbändern ins Gehege. Ah, gut, aber das müssen wir unbedingt. Unbedingt. Jetzt mal kurz gucken, wieso ist hier das Strom weg? Na, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich hatte zwar noch ein bisschen Biomasse gesammelt, er ist hier am Produzieren, oder war zumindest. Ich hoffe nur, das reicht. Das ist halt so eine Sache. Aber gut, Holz hat er sogar noch ein bisschen drin. Blätter hat er auch noch ein bisschen, also er kann noch produzieren. Ist halt blöd jetzt. So, wir gehen jetzt von hinten an einmal alle durch. Ich muss unbedingt auf die Kohle. Der ist leer. Sehr schön. Der ist ebenfalls leer. Wir haben halt das Problem, ich musste jetzt echt noch ein Weilchen warten, bis genug Platten da waren. Produzieren zwar Platten im Überschuss, aber halt sehr, sehr langsam, weil viele halt auch in die Rahmenproduktion gehen. Das ist auch noch nicht so optimal. Also die verstärkten Platten meine ich. So, hier vorne, na gut, der hat noch ein Fitzel. Der hat noch relativ voll. Und der hat gar nichts mehr. Okay. Aber die müssen, glaube ich, hier alle laufen, ne? Ja, gut. Zumindest läuft der Strom wieder. So, jetzt haben wir das Problem. Nach Wasser selber können wir gar nicht scannen. Ne? Wir können jetzt nach Kohle scannen, ja. Können wir überhaupt mal gucken, wie weit die weg ist? Oh, geht auch nicht, ne? 472 Meter? Okay. Das sind 660 Meter. Okay, das geht. Wosse, ihr sagtet in nördlicher Richtung. Also hier lang. Ah, muss ich mal gucken. Das ist doch das, wo wir vorhin waren, ne? Den muss ich jetzt trotzdem einmal. Wo stehen denn die guten Pumpen? Produktion? Jo, da. Wasserextraktorin. Ja gut, wir brauchen verstärkte Plotten. Wir brauchen... Na gut, das stellen wir alles her. Ne, das stellen wir alles her. Rotoren, diese Kupferbleche. Okay. Überlegen, wie... Ich brauche mal einen Strommast. Wir brauchen, glaube ich, mindestens 4 dieser Generatoren, ne? Ja, maximal, damit wir ein bisschen Puffer haben. Sollten wir schon auf 300 kommen. Das heißt, wir brauchen 4 Kohlekraftwerke. Wenn das stimmt, was auf Wikipedia steht, dann brauchen wir eine Pumpe für 2 Kraftwerke. Also brauchen wir 2 Pumpen. Okay, dann hole ich mir erstmal das Zeugs, dann suchen wir erstmal das Wasser. Würde ich schon fast sagen. Und sobald wir das Wasser denn gefunden haben, stellen wir gleich die Pumpen hin. Ich weiß, die Pumpen brauchen auch Strom. Aber erstmal bauen wir alles auf, bevor wir es anschließen. Und dann gucken wir mal kurz nach Kohle. Da muss definitiv meiner hin. Ah, mal gucken, da brauchen wir vielleicht noch Biomasse-Generatoren als Starter oder so. Mal gucken. Erstmal hier. Wir brauchen auf jeden Fall die Kupfersheets. Die waren hier, ne? Die gut den Kupfersheets. Jojo, also die Blechen. Die haben wir hier. Wie viel brauchen wir pro Pumpe? Ah, gut. Reichen die 200 locker gut. Versteckte Platten und Rotoren. Versteckte Platten ist halt wieder ein Problem. Lass mich doch mal. Oh, der meine Stackplatten haben wir da. Jo, ich weiß, Schaden festgestellt an Eigentum. Ja, sehr schön. Wie gesagt, wir produzieren nur sehr, sehr langsam versteckte Platten. Ich hatte die von hier, um da drüben, das fertig zu machen, alle vom Fließband weggesammelt. Das ist noch gar nicht vollgelaufen, ne? Und wir brauchen
10, also brauche ich mir 20 Stück. Das kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehr schön. Ich meine, die Plattenproduktion läuft, warum auch immer, eigentlich nur zu 70%. Ich weiß nicht genau warum. Der kriegt eigentlich alles genug. Guck, Schrauben sind immer voll, Eisenplatten sind immer voll. Warum der nicht? Das kann aber auch sein, dass er sich jetzt langsam erst hochschaukelt. Weil das hat sich ja lange, lange Zeit gestaut, ne, bevor ich was weggesammelt habe. Da oben ist er jetzt auch schneller am Arbeiten. Ich glaube, das müssen wir hier alles ein bisschen hochpushen. Aber dafür brauchen wir erstmal ein Energiezelt und vor allen Dingen erstmal Strom. Das geht jetzt erstmal vor. Die Platten haben wir, dann brauchen wir noch insgesamt 20, also zwei haben wir einstecken, 18 von diesen Rotoren. Das kriegen wir auch hin. Wir machen das Stück für Stück. Wir suchen jetzt gleich erstmal Wasser. Die Rotoren stellen wir hier hin. Ja, oh gut, ja gut. 18 brauchen wir. 18. Hört mal da, genau. Ich will nur 18. Sehr schön. Zack. Nimm die mal mit. Die kannst du hier wieder sortieren. Dann haben wir jetzt genau 20 Einstecken. Und dann marschiere ich jetzt nochmal mit euch in nördliche Richtung. Wegen Wasser. Ich will mir jetzt nicht die Knochen brechen. Im Fahrstuhl runterlaufen kann ich nicht. Warte mal, kommen wir hier rauf und von da runter? Das geht, ne? Jo. Wir brauchen auf jeden Fall tief genuges Wasser, damit die Pumpen reinpassen. Die Pumpen gehen mir, steht aber auch im Text, nicht überall. Wenn das Wasser zu flach ist, dann kannst du das knicken. Es müssen erstmal, ich meine, das ist ja kein Dauerzustand. Wir müssen später so oder so mehr Pumpen bauen, aber von Anfang reichen erstmal zwei. Ich meine, ich vermute mal, ihr meint das Wasser da oben, was im Wasserfall runterkommt. Aber da erstmal hinkommen, ne? Dort ist noch so eine Sache für sich. Da ist so ein Snackchen am Berg. Wasser ist auf dieser Karte ziemlich bescheiden, wenn ich das mal so sagen darf. So einen schönen, großen, tiefen See oder so in der Nähe haben wir wohl nicht, wie es aussieht. Das wird eine sehr lange Rohrleitung später. Jojo. Aber gut, dann lass uns hier mal hoch. Ah gut, nordwestlich, sagtet ihr, ne? Ja, gut. Wir werden es sehen, wir werden es schon finden. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass da mit dem Wasserfall. Nehmt euch halt ihr ein bisschen Ausschau nach Schnecken. Ich meine, ich übersehe gerne mal was. Ich denke mal, ich habe auch schon zig Schnecken übersehen. Das will ich nicht abstreiten. Aber die haben jetzt auch keine Priorität. Wasser ist wichtig. Jo, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Sehr, sehr weit weg, aber hier ist Wasser. Und deine Giftbrunft kannst du für dich behalten. Das ist Kupfer, okay. Oder ist hier wieder Kartenende? Waren wir hier nicht schon mal? Das Wasser ist da oben, ne? Ja, hier waren wir schon mal, aber das ist das Wasser, was ihr meinte, ne? Nee. Das ist kein Wasser, das ist Kartenende. Wasser ist vermutlich nur da oben. Jo, es muss doch irgendwo ein See oder sowas geben, wo man Pumpen aufstellen kann. Ich marschiere hier einmal hoch. Naja, nicht unbedingt durchs Gift, aber... Okay, da liegt ein Wrack. Da kümmern wir uns später drum. Es soll zumindest eine Gasmaske geben. Ich weiß nicht genau, wann die, wo die auftaucht, aber das werden wir schon rausfinden. Wasser, wir brauchen Wasser. Ich denke mal, so wenig Wasser gibt es hier gar nicht, wie ich vermute. Ich bin bloß zu doof, das zu finden. Guck mal, da ist auch Wasser, ne? Warte mal.
Hier ist jede Menge Wasser. Es muss ziemlich versteckt von uns aus. Und wir leben da hinten, dass es hier geht hier hoch. Jetzt will ich nochmal was gucken. Kann ich von hier oben? Ah, ist zu weit unten, ne? Ja, ja. Schade, ich habe gehofft, ich kann von hier oben die Pumpe da reinsetzen. Okay, ich muss jetzt aber trotzdem mal gucken. Da, vielleicht führt das irgendwie bei uns in der Nähe vorbei. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfall. Das wäre ziemlich kontraproduktiv. Schneckchen ist auch da. Weil ich glaube, wenn ich einen richtigen Weg finde, kommen wir da auch ohne größere Probleme hin. Ich hoffe, es zumindest... Oh, ja, ja, ja. Ich fahre hier irgendwann nochmal runter. Guck mal, da ist ja schon unser Weltraumlift. Ich meine, der ist nicht zu übersehen, der Gute. Hier lässt sich ja schon eher was machen. So, die Demolusten da. Kommen wir von hier da ran? Ausprobieren? Hier, der See ist echt ein bisschen größer. Hier könnten wir mehr Pumpen hinstellen. Das ist gut. Ob ich da später mit den Rohren rankomme, müssen wir gucken. Sonst müssen wir uns irgendwie eine Treppe bauen, Plattform oder so. Dann müsste die dahin und daneben noch eine. Sehr schön. Und da müssen wir halt die Rohre anschließen. Die müssen wir nach da legen. Rohre habe ich jetzt gar nicht geguckt, was sie brauchen. Kreuzung, Pumpe. Vor allen Dingen, die fördern auch, glaube ich, nur eine gewisse Höhe, ne? Dann müssen wir die dazwischen klemmen, damit das... Oh, das muss ja hier hoch. So, warte mal. Kommen wir da ran? Jo. Wenn ich die beiden erstmal... Ah, ich muss runter. Oder? Verbinde. Und ich dachte jetzt, ich da jetzt eine Kreuzung zwischenklemme. Dass beide Pumpen quasi... Geht das? Na, jetzt komme ich da nicht ran, ne? Doch. Na, das dachte ich mir. Das ist so zu Style, yo. Das habe ich mir fast gedacht. Ich muss da irgendwie runter. Ich muss irgendwie... Okay, warte. Ich muss das irgendwie hochkriegen. Wir müssen da hinten hin. Die Schnecke nehmen wir auf jeden Fall mit, wenn wir schon mal hier sind. Sehr schön. Müsste doch eigentlich möglich sein. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Platten hier, dass wir uns hier so eine Art Treppe bauen. Zack. Und hier vielleicht... So, das wird eine sehr lange Rohrleitung. Hier vielleicht das Rohr näher hochlegen. Die Rampe hier. So funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier ist noch eine andere Frage. Aber hier, wir nehmen jetzt mal eine dünne. Müsste eine Platte ran. So. Und hier müssen wir dann wieder runter. Mit einer schönen Rompe. Zack. Okay. Hier müsste dann wieder so eine hin. Das wird wirklich eine Monstrum Gigantum Rohrleitung. Zack. Aber ich wüsste nicht, wie ich das anders machen soll. Zack. So, jetzt sind wir auf dem Wasser, ne? So, hier muss ich denn jetzt irgendwie... Das sieht auch sehr abenteuerlich aus. Die gute Rohrleitung nach oben bringen. Rohr. So, so kommen wir hin, ne? Ich bezweifle auch, dass die Pumpe das so pumpen kann, aber... Ne, so wird das schon mal gar nichts. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier rumkomme. Geht das? Das geht, ne? Sehr schön. Wenn wir den hier hinstellen, dann müssen garantiert diese Zwischenpumpen zwischen. Aber eins nur dem anderen. Da müssen wir da hoch. Zack.
Jo, ich weiß auch noch nicht genau, wo ich die Kraftwerke aufbaue, aber das werden wir sehen. So lang? Okay. So lang kann das Röhrchen nicht. So, auf jeden Fall. Ah, ich wollte ja nur bis hier. Bis hier, genau. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie in die Richtung. Das heißt, ich muss da sowieso hoch. Hier müssen definitiv irgendwelche Zwischenpunkte zwischen. Geht das ums Eck? Ja, ne? Na gut, zu lang. Aber ich glaube, wir würden da so hochkommen, ne? Ich will hier ja nur nicht alles mit Platten vollkleistern. Na, komm, du gingst doch gerade. Eben gerade wollte er da noch. Und jetzt sagt er zu Style. Da oben muss eine Platte hin. So, denn brauchen wir definitiv. Machen wir zu hier. Noch einmal die Rampe hin. Gut, das wird jetzt ein bisschen. Und ganz ehrlich, sind ein bisschen to order hier. So, wieder nix. Den machen wir einmal so ein. Der müsste dann direkt hier ran. Damit wir hier dann wieder hochkommen. Zack. Ne, das ist doof, das ist doof. Hier muss eine Platte hin. Ja, ich muss jetzt selber wirklich erstmal gucken, wie ich das am besten mache. Denn hier eine Plotte. Zack. Und. Ah, gut, aber hier jetzt eine Rampe rauf ist auch doof, ne? Aber so würde ich so hochkommen. Jo. Hier den vorbeiführen. Geht das? Wir müssen da hin. Ich sehe gerade, das tut gar nicht nötig. Guck mal, da ist unser Rohr. Wir können hier durchziehen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Jo, jo, das geht, das geht, wurde, das geht. Das habe ich vorher nicht gesehen. So, dann gib mal das Rohr her. Da oben brauchen wir gar nicht hoch. Den erstmal hier hin. Ah, mal gucken. Ich denke mal, ich werde die Kraftwerke auf eine Art erhöhte Plattform raufbauen. Sodass wir die Rohre da unter durchziehen können. Wenn es denn klappt. Weil wie man ja sieht, sind die Dinger doch schon sehr fett. Und das Grünzeug können wir hier später entfernen. Da kannst du erstmal durchgehen. Ich will jetzt erstmal nur überhaupt mit dem Rohr in die Nähe. So. Ein Träumchen. Das kriegen wir hin. Wunderbar. Lalala. Jo, das im. Steh mal hin. Das wird noch eine Kunst, das Wasser bis nach uns hinzukriegen durch die Rohre. Aber eines nach dem anderen, wir müssen es ja erstmal aufbauen. So, jetzt haben wir eh gleich keine Kupferdinger mehr. Aber ich hab da ja auch keine andere Wahl. Oder, naja, ein gutes Stückchen noch. Und da müssen wir hin. So, jetzt werde ich das Rohr hier erstmal stehen lassen. Wir brauchen eben mehr Kupferdinger. Weil, bevor wir jetzt Kohle holen, werde ich jetzt erstmal überhaupt die Kraftwerke schon mal ausstellen. Um zu gucken, wie ich das am besten mit den Rohren mache. Wir müssen natürlich noch eine ganze Ecke weiter mit dem Rohr, das ist klar. Ich meine, die Kraftwerke müssen jetzt nicht direkt bei uns nebenan. Ich glaube, das wird etwas größer, aber zu weit weg sollte das auch nicht. Und den müssen wir gucken, wie wir das Wasser da am besten zu uns hinkriegen. Guck mal, hier haben wir unsere ganze. Wir könnten hier oben die Kraftwerke aufbauen. Das können wir ohne Probleme damit anschließen, da alles mittlerweile miteinander verbunden ist. Die da hinten können wir dann als Notfall nutzen, falls die Kraftwerke mal nicht ausreichen. Bloß wenn ich das Ganze als erhöhte Plattform bauen will. Platten, damit wir die Rohre unten durchkriegen.
müsste das ja mindestens auf die Höhe, ne? Hier oben kann man ja die flachen ranmachen. Ja. Oder? Geht das daran? Ja. Ist da oben quasi die Kraftwerke raufkommen? Die Rohre quasi unter durch? Dass wir ohne Probleme mit dem Fließband, wo die Kohle kommt, na, noch an die Kraftwerke rankommen, weil das sehe ich schon als ein bisschen Problem. Na, mal gucken, wie wir das am besten machen. Kraftwerke selber wirken ja relativ groß. So, ich glaube, 3 reicht erstmal für die ersten Kraftwerke. Vor allem müssen wir sowieso mal gucken, was für Kohle vorkommt. Schön wäre es, wenn wir normales finden oder rein ist. Weil, wenn wir jetzt 4 Kraftwerke bauen, ein Kraftwerk braucht, meines Wissens nach, was steht das hier? Na gut, wie viel steht hier jetzt nicht, aber meines Wissens nach, zumindest stand das so auf Wikipedia, nämlich 15 Kohle pro Minute, wenn das voll arbeitet. Das heißt, wenn wir Normales haben, müssen wir wirklich das Normale auf die 4 Kraftwerke aufteilen. Zack. Hier muss eine normale Platte hin. Mama, mein Freund. Setz ran. Zack. Damit wir hier zumindest ohne Probleme hochkommen. So. Jetzt will ich überlegen. Die Kohle. Warte mal. Mal kurz gucken. Von wo kommt die Kohle? Die Kohle, die Kohle, die Kohle, die gute Kohle, die, brauchst du einmal Kohle? Okay, 800 Meter, da haben wir auch Kohle, das ist aber 900 Meter weg. Würde wenn schon die 735 nehmen, da vorne irgendwo? Heißt, von hier wird die Kohle kommen. Ja, wenn wir später mehr Kraftwerke haben wollen, ja, überlegen. So ein Kraftwerk ist. Bauen können wir die jetzt eh nicht. Nee, nee, da fehlen uns die Materialien. Ich will nur gucken, wie groß das ist. Es müsste, wenn schon so rum. Wenn ich hier ein Kraftwerk hinstellen würde. Ist 3 Plattformen groß, oder? Jo. Genau 3 Plattformen. Das Kraftwerk würde also bis hier gehen. Wäre das die Mitte? Die Kohle müsste von der Mitte kommen. Dass hier so ein Fließband durchgeht, mit hier denn, ein Schnüffelstück inzwischen, dass es jeweils auf die Kraftwerke verteilt wird. Den müssen wir aber auch gleichzeitig die Mitte wieder rausnehmen, weil die Plattform, dass wir es durch den Boden führen können, haben wir ja noch nicht. Dass wir quasi von unten rangehen an die Kraftwerke mit dem Rohr. Das Rohr kommt von da, das passt. Das können wir hier mittig unter durchführen. Jo, so in etwa. Dann würde ich fast sorgen, wir stellen hier so eine Art Container auf, wo wir die Kohle als Puffer reinlaufen lassen. Haben wir noch Materialien für Platten? Naja, gut. Das müsste denn natürlich. Jetzt kriegen wir es hier nicht mehr gerade ran, ne? Nee, weil das da oben. Ja, so doof. Ich will das, wenn ich schon gerade habe. Hier, warte mal. Die müsste ich entfernen. Den gif mal her. Ich brauche eh Materialien. Geht trotzdem nicht, ne? Meh. Ob es mir nun gefällt oder nicht. Ich muss von da. Die kommen aber gleich wieder weg. Jetzt habe ich mir keine Materialien mehr. Hier müssen wir so ein Ding hin, wo ein Container raufkommt, wo wir die Kohle drin lagern. Ich muss Materialien holen. Das nützt so alles nichts. Wie kommen wir hier jetzt runter? Dort wird jetzt nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt. Aber das habe ich vermutet mit der Kohle. Lass mich doch mal hier runter, Donkey. Ist ja schlimm. Gut, 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 gut. Wir brauchen auf jeden Fall einiges an Material. Wir kaufen noch Kupferdinger. Wir brauchen... Ja gut, Fließbänder. Erstmal bauen wir das normale MK1-Fließband. Später, je nachdem, was da für ein Kohle vorkommen ist, können wir es ja aufrüsten und auf mehr Kraftwerke verteilen. Anders lässt sich dort hier gar nicht machen. Lass mich mal hier hoch. Wir brauchen auf jeden Fall normale Platten. Und für die Rohre brauchen wir auf jeden Fall, das muss ja auch noch weiter. Nochmal diese Kupferdinger, ne? Die
Rohre brauchen nur Kupferdinger, ja. Die haben wir da. Hier haben wir eigentlich nur verstärkte Platten, Rotoren. Und für die Kraftwerke selber? Ah, brauchen wir aber versteckte Plattenrotoren. Das wird ein Problem. Wie gesagt, die produziert hier sehr, sehr langsam. Aber Rotoren ist jetzt nicht so das Problem, ne? Die... Ne, brauchen wir gerade mal 10. Die versteckten Plotten sind eher ein Problem. Aber gut, mal kurz Lugi-Lugi machen. Das Fleece-Pond ist in der Zwischenzeit wieder vollgelaufen. Das ist schön. Wir brauchen versteckte Platten 20 pro Kraftwerk. Wir wollen 4 Kraftwerke bauen. Erstmal für den Anfang, das ist schon übel. Bräuchten wir 80. Wir haben eine. Wow, okay. Der Oma hat erstmal genug. Den können wir ein bisschen was abzwacken. So ist es nicht. Das Problem ist halt bei mir, das läuft nicht auf dem Server, das läuft nur bei mir auf dem PC. Das heißt, wenn ich gerade nicht aufnehme, stoppt hier natürlich auch alles. So, das wären 62. Hat sich oben vielleicht noch was angesammelt, was wir da rauszwacken können? Schön wär's, ja? Hier kommt's ja hoch. Ist hier was in der Maschine? Jojo. Warte mal. Brauche ich ja gar nicht mal allzu viele. Hier, gib mal her. 70, sehr schön. 75, 76, 77, 78, 79, 80, sehr schön. Dann brauchen wir aber definitiv noch normale Kupferdinger, normale Kabel, und das haben wir, Rotoren haben wir, okay. Die Kupferdinger brauchen wir noch und den brauchen wir auch noch normale Platten. Jo. Den müssen wir doch mal irgendwie rüber. Ja. Leichtes Chaos hier, würde ich sagen, ne? Gut, das wird alles noch. Das Problem ist halt, im Moment ist hier noch nichts verbunden. Aber das kriegen wir schon noch hin. Das soll hier ordentlich werden. Das ich versuche hier bloß erstmal alles zu automatisieren. Dann baue ich jetzt gleich erstmal die Kraftwerke hin. Ich baue schon mal den Container hin, wo die Kohle dann reinfließen soll. Dann werde ich erstmal das Rohr verbinden, schon mal Strom hinlegen Richtung Pumpen. Aber die Pumpen noch nicht anschließen. Die Pumpen nämlich erst in Betrieb, wenn auch die Kraftwerke und so mit Kohle versorgt werden. Vorher ist das ja Blödsinn. Die Plotten haben wir hier. Jo, gib mal her. Das sollte reichen. Kupfer haben wir hier. Damit wir zumindest... Mein Ziel ist eigentlich, dass wir die Biokraftwerke gar nicht mehr brauchen. Ich werde zwar weiterhin Biokraftstoff herstellen, erstmal. Aber halt so, dass wir die Dinger im Notfall jederzeit einsatzbereit haben. Jo, so, gib mal her. 400 Stück nehmen wir mit. Jetzt sollten wir zumindest da erstmal weiterkommen. Ja, Eigentum festgestellt. Ja, Schaden, ja, bla bla, wissen wir, bla bla. Die sollen sich nicht so anstellen von Fist. Immerhin machen wir deren ganzen Drecksarbeit hier. So, jetzt müssen wir aber erstmal irgendwie wieder hochkommen. Hier irgendwie... Ich sag ja, das ist alles noch nicht. Ich möchte schon später, dass die einzelnen Fabrikbereiche sollen ja noch Wände und alles hin miteinander verbunden werden. Dass wir hier nicht jedes Mal 1000 Kilometer außen rumlaufen müssen. Da ich aber aktuell noch gar nicht weiß, wo noch was zukommt und wo nicht, will ich noch keine Wände rumhaben. Kommen wir hier rum? Schön wär's. Jo, sehr, sehr schön. Gut, dann können wir nämlich gleich die ersten 4 Kraftwerke schon mal hinstellen. Natürlich noch nicht anschließen, das ist klar. Das muss ja erstmal aufgebaut werden. Warte mal, lass mal einmal hier hin. Erstmal kurz das hier fertig machen. Weil die Container hier zwischen die Platten, die sollen ja gleich wieder weg. Das ist nur... So. Ja, und so wird es denn stimmen, ne? Jo. Ich will eigentlich nur... So, das sollte reichen. Genau. Zack. Dann kommt der nämlich wieder weg. Der wieder weg. Der auch weg. Der auch weg, das soll hier später ordentlich aussehen.
Hier kommt den noch einmal der wieder ran. Zack. Ich wollte nur, hier soll mich der Container rauf, wo die Kohle denn letztendlich reinläuft. Damit sie hier schön, genau, Kraftwerk gibt es da, hier mittig durchläuft. Hier kommt der Container rauf. Den bauen wir jetzt auch schon mal hin. Flüssigkeitsspeicher. Ah, wir können sogar das Wasser speichern. Sehr schön. So. Genau, dann können wir von hinten mich später die Kohle reinlaufen lassen und hier läuft sie dann raus und verteilt sich auf die Kraftwerke. So in etwa hatte ich das zumindest gedacht. Dann kann ich hier nämlich andersrum natürlich das erste Kraftwerk hin. Zack. So, ich bin überlegen, die Dinger sind relativ groß, ne? Ob das so gut geht? Weil da, ich meine, da sollen ja die Schnüffelstücke, die Splitter zwischen. Wenn wir die so dicht nebeneinander bauen. Ah, ich lasse lieber ein bisschen Platz. So. Der müsste so, ne? Ich will, wenn schon, den symmetrischen Abstand. Ja, hier haben wir zwei zwischen. Der steht schon mal komplett verkehrt. Warum? Na, na, na. So müsste der. Genau so. Jo. Und hier müsste denn natürlich auch noch mal einer hin. So, na, na, so haben wir das, ne? Jo. Dass sie alle hier den gleichen Abstand haben. Jo. Hier würde mich denn das Fließband durchgehen. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ihr sortet mir. Ich nehme erstmal drei, dass man die Splitter, die schönen Sniffelstücke, direkt aus Fließband zimmern kann. Aber das werden wir sehen, ne? Ich müsste auf jeden Fall bis hierhin. Damit sich hier mit dem letzten verbindet. Jo. Und ein Stück zurück. Achso, ja, gerade rum. Ist das überhaupt gerade? Ja. Ah, gut, gerade ist das hier immer noch nicht. Ne, ne. Ein bisschen zu weit zurück. Warte, 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 warte. Das hat jetzt nichts mit penibel zu tun. Wir kommen sonst mit. Ja, mit den Rohren nicht hin, wenn das hier nicht gerade ist. So macht er schief. Das heißt, das muss definitiv so, ne? Aber so macht er nicht. Müsste das nicht so gehen? Man, das Rohr kommt von hier unten später. Gut, dann nehmen wir mal kurz die Splitter. Das steht bei Logistik. Genau, den Splitter brauchen wir. Der würde ja denn. Der hat so einen Anschluss. Geh mal runter da. Das scheint zu gehen, wenn wir da raussetzen. Der müsste ja genau gleich mit dem Anschluss da. Ist der richtig? So ist er richtig, ne? Das quasi hier. Das nennt der richtig. Das nennt der richtig, der alte Depp, du. Der soll, wenn schon. Genau vor den Anschluss. Ist doch nicht. Nee. Was peilt er denn da an mit seiner Hilfslinie? Aber auf jeden Fall nicht den Kohleanschluss. Also was, ich mach das jetzt nach Augenmaß. So, hier würde die Kohle reinkommen. Was heißt, der muss natürlich. So, damit er gerade drauf sitzt, oder? Ich hoffe, das geht so. Irgendwie sitzt er so schief. Jo, so wird der auf jeden Fall gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht, aber es sieht zumindest danach aus, ne? Hier dann nochmal das gleiche Spielchen. Splitterchen, jetzt setzt den bitte gleich richtig. Sitzt der richtig? Jo. Warum nicht gleich so? Und hier müsste denn ja auch nochmal. Aber ob das so funktioniert, bin ich mir allerdings auch nicht so hundertprozentig sicher.
Weil erstens, wir wissen ja noch gar nicht, wie viel Kohle wir kriegen. Aber jetzt war das Problem. Gehen wir mal davon aus, dass wir einen 60er finden, also normaler. Dann geht hier 60 Kohle rein, hier kommt dann auch 60 Kohle raus. Das wird denn hier geteilt, 30 gehen zu denen, fängt sich an zu stauen, 30 gehen hier weiter. Hier wird dann auch nochmal geteilt, 15 gehen hier rein, da kriegt er optimal, was er braucht. 15 gehen hier weiter, die gehen dann hier hin. Aber dann kriegt der Letzte nichts mehr, ne? Anders sieht das natürlich aus, wenn wir einen 60er oder so finden. Allerdings könnte das natürlich auch sein, dadurch, dass sich das da staut, weil er ja nur 15 verarbeitet, dass hier mehr durchgeht. Und dann könnte, das müssen wir ausprobieren, ansonsten müssen wir das hier nochmal umstöpseln. Eins nach dem anderen. Den lass mich hier einmal kurz. Ja, hier müsste auch noch ein bisschen Plattform ran. Da steht so ein bisschen in der Luft, ne? Müsste hier auch einmal runter. Danke. Hier unten drunter kommen dann jeweils die Rohre. Die würden dann genau hier unten durchgehen. Das heißt, ich muss mit dem Rohr quasi einmal unter den Kraftwerken durch und den gerade hier durch die Mitte lang. Unser Röhrchen haben wir da vorne irgendwo, ne? Da. Ich seh's. Gut, das Röhrchen müssen wir ja jetzt weiterziehen können. Jo. Und denn, naja, wir können doch nicht durch den Boden durch. Müsste ich die mittlere Platte rausnehmen, um mit den Rohren direkt an die Kraftwerke ranzukommen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Zu lang? Zu lang. So. Das Wasser hier überhaupt hochgepumpt zu kriegen, wird auch noch eine Kunst. So, jetzt rein theoretisch. Warte mal, ich könnte von hier auch direkt in die Mitte, ne? Wunderbar. Müsste ich jetzt hier. Hier muss ich unterdurch. Geht das? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass ich da hoch genug komme. Warte mal. Können wir? Wie hoch kann ich die machen? Ah, nicht sehr hoch. Okay. Die müsste mich rein theoretisch. Hier ungefähr. Die erste hin. Ah, zumindest einigermaßen, ne? Den müsste, damit sie ungefähr symmetrisch stehen, hier die zweite hin. Das Rohr geht ja eigentlich relativ weit, ne? Und das wird jetzt nicht ganz gerade und da dann ungefähr die dritte. Aber das Rohr, das wird hier ja sowieso zugebaut. Dürfte man denn eigentlich später nicht mehr sehen. So. Sehr schön. Hier geht es natürlich ein bisschen hoch. Wir müssen sogar ein bisschen weiter. Hier wäre das Kraftwerk, ne? Das würde dann quasi hier... Ah, einen müssen wir noch hin. An jedes Kraftwerk rangehen. Da müssen wir natürlich dann auch diese Kreuzung reinbauen. Ich brauche noch einmal so eine... Genau. Muss ein bisschen weiter. Bis hier ungefähr. Jut, jut. Den natürlich. Räumer runter. Schief bin ich hier auch noch, aber das muss eh noch länger, also daher. Ich bin aber mehr als schief. Ich gehe hier schon raus aus der Mittelplatte. Erstmal geht das. Erste Mal geht das. Gut, dann lass mich doch einmal wieder rauf, bitte. Das wäre ein Träumchen. Komm hier lang. Ich hoffe es. Jo. Und ob das jetzt so hinhaut? Ich plan ja die Mittelplatte hier raus, aber ganz ehrlich, komme ich hier vorbei am Fließband? Müsste man ausprobieren, ne? So, wir probieren es erstmal mit dem Endstück. Was schneidet mit irgendwas, ne? Ja, das geht. Das geht. Und dann bauen wir da halt über die Schnüffelstücke und gehen so an jedes einzelne Kraftwerk rein. Ich meine, das ist jetzt nicht so gerade, wie ich es gerne hätte. Das kann man ja nachträglich noch machen. Aber so in etwa hatte ich das gedacht, damit wir uns nicht mit den Fließbändern in die Quere kommen. Den müsste der hier raus. Die müssen ja alle raus. Das bleibt in der Luft stehen, ne? Ja. Es ist nicht schön. Es ist absolut nicht schön. Aber im Moment haben wir da gar nicht wirklich die Wahl. So, hier wäre der Anschluss.
So, jetzt hier müsste ungefähr das Nüffelstück hin. Bisschen schräg. Zack. Und den hier. Zock. Woran? Jo, das reicht. Ah, geht ein bisschen durch die Platte durch. Aber wie gesagt, Zöhn bauen können wir immer noch. Im Moment geht es mir erstmal darum. Boss, es funktioniert. So, der Anschluss wäre auch hier. Na, ein bisschen drehen, an das zu doll. Er lässt sich nicht gerade drehen, ne? Warum nicht? Also ist er auch doof. Okay. Müssen wir es so machen? Ja, wie gesagt, das sieht nicht schön aus, aber ich glaube, es gibt später Platten, wo man es durch den Boden durchführen kann. Da können wir das viel, viel besser machen. Hier bräuchten wir, glaube ich, auch keine Platte mehr wegnehmen, oder? Wen wir, glaube ich, sehen. Hier müsste ich was auch nochmal so ein Stück zwischen. Schließt das Röhrchen an. Zack. So, verbunden mit der Pumpe ist das Ganze ja schon. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Kohle herscheffeln. Und wenn wir dann die Pumpen anschmeißen, ich glaube nämlich nicht, dass das Wasser hier so ankommt. Weil wir haben ja hier noch die extra Pumpen, die auch Strom brauchen. Ich glaube, die werden wir auch nutzen müssen, um das Wasser überhaupt hierher zu kriegen. Nur mal so nebenbei bemerkt. Aber jetzt werden wir uns als nächstes erstmal um die Kohle kümmern, damit wir die Kohle herkriegen. Au. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, heißt es ja so schön, ne? Aber das wird schon. Stück für Stück, auch wenn es gerade nicht schön ist. Hauptsache, wir kriegen die Kraftwerke erstmal ans Netz. Wir dürften auch unsere Stromprobleme hier mal ein Ende haben. Trotzdem sind wir denn für heute erstmal am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wenn ich was falsch gemacht habe, wahrscheinlich alles vermute ich mal, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Also, schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi!